Ja. Da habe ich mir was abgeguckt von jemand, glaube ich. Der kann das ja auch so gut. So einfach auf den Schlag Pause machen. Quatsch. Habe ich jetzt hier gebohrt? Boah, ich jetzt doppelt. Ich musste nämlich ganz kurz mal auf Pause machen. Und ach so, wo war mal dran? Ne? Ich habe mir was abgeguckt. Man muss ja so seinen Stil finden. Seinen Stil. Na komm, du lauf doch weiter. Mein Gott, Walter, echt, ey. Der beherrscht das nämlich auch perfekt. Also bei dem ich es mir abgeguckt habe. So. Und tschüss. Und zwar immer genau den Moment, wenn man meint, jetzt kommt noch was, ist die Folge Ende. Wenn man gerade so spannend drin ist. Gut, ich muss sagen, er kann es auch spannend spielen. Schade, der wäre eigentlich perfekt für Roleplay, aber da ist er wahrscheinlich zu sehr in seiner Stelle. Der würde so da drin aufgehen. Aber er mag es nicht. Aber was ich machen werde, ich werde jemand anschreiben. Wir sind da gerade an einem Projekt dran. Auch ein. Ja, ich weiß. Ich meine auch, ich war irgendwann mal in einem Menü, wo ich das einstellen konnte. Da hat er mich, da konnte man nämlich sehen, was alles an Dinger war. Und das konnte man irgendwie, aber ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe ja bei meinem Twitch Online-Profil hier von dem Spiel bin ich nämlich mal hingegangen, habe mal testweise alles eingeschaltet, also auf härtester Stufe, um zu gucken, ob dann irgendwie mehr Gold ist oder, ne? Nein, es war nicht mehr Gold. Aber ich habe halt eben diese Meldung. Du gräbst in harter Erde, du gräbst in harter Erde, bei jeder Schaufel, du gräbst in harter Erde. Das ist so nervig auf der Dauer. Habe ich gesagt, da hat eh nicht mehr Gold gibt, dann kann ich das auch ausschalten. Dann habe ich diese scheiß Meldung nicht. Wer nervt denn hier schon wieder am Handy? Oh ja, immer dieselben. War mir klar. War mir fast klar. Da haben wir schon ganze Stücke gelöchert, ne? Ist doch schon mal was. Wir machen jetzt auch noch bis die Sonne untergeht halt. Mach mal weiter, dass ich also quasi heute noch den Bohrer wieder verkauft abgeben kann. So habe ich nur einen Tag quasi die Umkosten von 3000.
wenn wir Ende des Jahres eventuell doch vielleicht Glück haben und richtig viel Gold zusammenkriegen, dann werde ich mir vielleicht einen kaufen. Und dann wird gleich von Anfang an ein Fahrer drauf angesetzt. Dann werden wir auch alles umrüsten auf Tier 5. Das sind ja nur noch 4 Teile. Habe ich schon ausgerechnet. Im ungünstigsten Fall würde ich dafür 3 Millionen bezahlen und im günstigsten Fall 1,8. Das ist doch schon ein Unterschied, ne? Das ist dann der letzte Tag. Also es ist so wirklich. Am ersten und am letzten Tag ist alles am billigsten. Wobei am letzten Tag es noch billiger ist als am ersten Tag. Also am ersten Tag ziehen die Preise schon wieder an. Aber es ist trotzdem billig. Ich hatte aber mal das Problem, dass es ein Update gab. Und da wurden quasi alle Teile fast ums Doppelte verteuert. Und genau diesen Tag habe ich wieder angefangen zu spielen. Quasi, sagen wir mal so. Da liegt ein Boot. Das ist wahrscheinlich das Rettungsboot von der Arche Noah. Ja, so lange wie das schon da liegen muss. Ich glaube nicht, dass hier vor kurzem noch Wasser war. Sonst wäre das nämlich fatal, dass dann plötzlich hier alles voll unter Wasser steht. Das möchte ich dann natürlich auch nicht. Aber irgendwie ist es schon, wenn man guckt, ne? Von der Seite, also wo sind wir denn? Ach, da hinten die Ecke, da gerade rüber. Da kommt Wasser runtergelaufen und quasi von hier kam auch Wasser runtergelaufen. So läuft dann hier drin das zusammen, aber wo läuft das ab? Es sind immer nur Zuläufe, keine Abläufe. Irgendwo muss es ja auch hinlaufen. Ist es dann? Aber da hinten geht es ja auch wieder hoch, hier durch und dann. Aber irgendwie geht es da hinten ja auch wieder hoch. Haben sie ein bisschen geschlafen bei der Map. Aber eins sage ich euch, Jungs, wenn Goldhunter kommt. Junge, da mache ich einen großen Surfer auf. Das schwöre ich mir. Wenn es geht. Aber da kriege ich schon hin. Kann ich mal mit dem Chef reden. Zu empfehlen übrigens. Könnt ihr mal bei Twitch gucken. Gold Hunter MP. Und zwar ist das der Programmierer oder ich weiß nicht, der Programmierer oder einer der Programmierer von Gold Hunter. Der macht so zwei, dreimal die Woche, macht den online. Quasi, man kann ihn dann beim Programmieren zugucken. Wie er da arbeitet, was er gerade macht und was er gerade am Vorbereiten ist und so. Sehr interessant, muss ich sagen. Ja, ich war zu früh, ich weiß. Jetzt kommt halt hier irgendwie nicht mit dem Dingunfall. Lässt sich auch gut zugucken. Leider. Der Kanal, er spricht nur Englisch. Er kann Deutsch. Ich habe mich nämlich schon mit dem unterhalten. Er hat mich ja mal besucht. Im Stream. Er streamt dann auch. Und hat am Ende vom Stream hat er geguckt, na, wer spielt Gold Rush. War ich halt da, ne? Zufälligerweise. Und dann hat er mir die ganzen Zuschauer rübergeschickt. Und dann habe ich mich bedankt und so. Dankeschön und sehr nett von dir. Und wie komme ich zu der Ehre und so. Ja, und dann kam er auch noch rüber. Hat mir auch noch ein Follow da gelassen. Und ja, dann haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten. Er wollte natürlich nichts verraten. Er kann auch nichts verraten.
dass auch ja nach Möglichkeit nicht viel verraten wird, ist eigentlich überall so. Wenn die was sagen wollen, dann werden sie ein Video machen oder so. Und die, was sie haben, die Videos, die sind ja schon nicht so schlecht. Mit Drohne und allem. Spielereien. Und es ist ja auch nicht, wie heißt es? Ausgeschlossen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich wollte. Ich war wieder was mit dem Kopf auf der einen Seite und mit dem Reden auf der anderen Seite. Das ist übrigens so ein Tick von mir. Warum, weiß ich nicht. Das passiert mir andauernd, dass ich über irgendwas rede, aber dann gedanklich schon, ja, einen Schritt oder wie auch immer, schon um die Ecke gegangen bin. Und dann passt das nicht mehr. Dann vergesse ich immer, was ich sagen wollte. Ich bin halt nicht multitaskfähig. Doch. Ich kann hier einen Knopf drücken und gleichzeitig dummes Zeug labern. Zählt das dann dazu? Oder zählt das auch dazu? Na komm. Rein mit dem Ding. Wir können auch von quer nach schräg bohren. Alles erlaubt. In der Liebe und beim Goldwaschen ist alles erlaubt. Naja, auf jeden Fall bin ich dann gespannt. Und den könnt ihr dann gerne zugucken, wie weit der Stand der Entwicklung ist. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Testsurfer oder so. Um einfach zu sehen, wie die Auslastung ist. Wie es überhaupt läuft. Ich denke mal, die werden auch eigene Surfer haben und so. So ist es nicht. Oder die lassen sich dann von Nitrado eingeben. Kann auch passieren, dass das dann alles nur noch, oder nur in Anführungsstrichen, über Nitrado-Surfer geht. Das heißt, man kann sich dann da einmieten. Dann muss ich sagen, tut es mir leid. Weil für schlechtes Zeug gebe ich kein Geld aus, wenn ich so ein Ding selber habe. Oh, der war schon unten. Ja, ist er so. Ich habe meinen Surfer, ich werde jetzt auch noch auf einen besseren wechseln. Der Surfer läuft mein Teamspeak, da laufen sämtliche Multiplayer-Spiele, die man spielen kann. Und warum sollte ich dann auf einen anderen Surfer und dann mir so einen Billig-Surfer, nachgemachten, für teures Geld kaufen oder mieten, wie auch immer. So, wir steigen einmal kurz aus, ja? Ich möchte einmal sehen, wie wir aussehen, wie weit wir sind. Ja, also da ist schon mal großer Knubbel. Was ist denn hier? Ja gut, das ist am Rand 24. Das war jetzt direkt am Rand. Hier sind wir jetzt, wo der Bagger steht. Hier haben wir ja noch nicht gebohrt. Ja gut, hier kann ich nicht mehr bohren. Aber das sind alles diese hier, 36, 37. Das passt, das kommt da schon gut hin, ne? 24, 36. Ja, ihr seht ja.
Und das sind die. Hier ist zum Beispiel dieser Puckel, dieser Berg. Da geht's wieder hoch. Ist 101, 117, aber das ist nicht hier. Hier ist so. Das ist das, was ich nicht verstehe. Guck mal, hier 117 hat der. Der 152. Er hat. Guck mal hier. Hier oben ist nichts. Und ab 2 Meter bis 5 Meter hat er richtig Gold. Und hier ist auf dem Ganzen dann halt. Ah ne, habe ich gar nicht. So. Da ist viel. 110. Guck mal, da hinten ist richtig viel. Also das heißt, wir machen sowieso erstmal diese zwei. Das heißt, nächster Zeit werden wir. Ja, doch, guck mal. Es sind doch ein paar gute mit bei, ne? Wollte ich sagen. Aber wir bauen weiter. Wir schauen mal, ob wir dann am Ende die nächsten zwei, drei Cleanouts, ob es dann etwas besser läuft. Oder genauso beschissen läuft, wie es jetzt ist. Ich hoffe natürlich nicht. Und ich hoffe, die Bohrung bringt was. Nur zwei, drei rein kriegen wir bestimmt noch heute zusammen, denke ich mal. Habe ich doch gesagt, da ist der Puckel. Also ist nicht unbedingt da, wo der Puckel ist, das kann aber auch hier der Tal sein. Seht ihr da? Da ist ja diese andere Stelle. Diese 58, 59, 109, 108. Ja komm, das kann doch nicht so schwer sein für dich. Nö, ich will ja bremsen. Ist schon richtig so. Wow. Er hat mich quasi ausgehebelt. Also das müsste eigentlich bergauf besser kommen. Der Dingen. Finde ich jetzt. Aber trotzdem, gespannt bin ich immer noch.
Ja, ich denke mal noch eine Reihe, vielleicht noch der zweite, und dann ist aber wirklich Schluss für heute. So viel ist das gar nicht. Und genau da hinten habe ich gewaschen. Genau da hinten habe ich irgendwo angefangen, so Probeloch zu bauen damals. Und da hatte ich 170 Unzen. Und das ist jetzt auch da, wo wir gerade geguckt haben, wo 100 war. Trotz gezogener Handbremse ist er weitergefahren. Na, glaubst du? Ja, es geht ein bisschen hier. Hier war ich irgendwo, habe ich angefangen damals. Ich weiß gar nicht, hatte ich eine mobile Waschrinne? Ich weiß es gar nicht mehr. Was habe ich denn da gemacht? Wieso habe ich denn da hinten angefangen gehabt? Irgendeinen Grund hatte das. Ich weiß nicht mehr wieso. Oder vertue ich mich da? Das ist auch so ein Ding, weil da. Weil ich habe jetzt schon so oft gespielt und quasi für mich gespielt, dann später für YouTube aufgenommen, dann wieder hier für Twitch aufgenommen. Dann muss ich mal irgendwann ganz neu anfangen, dann passt überhaupt nichts mehr. Dann habe ich mal testweise nur rumgemacht. Quasi dieses alles 1 Euro und dann habe ich mal mit den ganzen Geräten rumgekaspert, wie die alle funktionieren. Wobei ich sagen musste, ich hatte auf Old Arnold habe ich den, wie heißt es, dieses Förderband, nicht Dracula, Frankenstein, sag ich doch, irgendwie so war das doch, sind verwandt, glaube ich. Den hatte ich benutzt und das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich hatte dann irgendwie zwei im Einsatz. Da war ich etwas weiter hinten, schon links um die Ecke, wenn ihr euch erinnert. Man geht ja dann so geradeaus und dann geht es ja so links rein. Und da hatte ich dann den einen, hatte ich auf der schrägen stehen und den anderen dann da hinten links. Und den konnte ich dann. Das Problem war aber, der eine ist mir mal abgehauen. Der hat sich. Ja, jeden Tag musste ich den komplett neu ausrichten, weil er immer verdreht war. Der stand immer anders, als ich ihn hingestellt hatte. Oh, das hat so genervt. Aber kann man mit leben. Und das ging eigentlich ganz gut. Und da musste ich, teilweise musste ich da aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin. Da ging jetzt noch alles mit dem Radlader. Ich weiß es noch nicht mal, also das ist eine Theorie von mir, dass man, wenn man den Radlader benutzt, dass es weniger ist. Aber im Moment glaube ich ja gar nicht mehr, dass es irgendeine Theorie ist, dass es vielleicht sogar nur daran liegt, dass ich nicht gebohrt hatte. Ich hatte ja auch auf Old Arnold hatte ich ja auch 70, 80 Unzen teilweise pro Clean Out. Obwohl ich nicht gebohrt habe da. Also von mir aus kann man ruhig bis 22 Uhr machen. Das heißt, wir müssen noch eine Folge eventuell bohren. Tut mir leid.
Aber muss ich ausnutzen. Ja, zu früh gedrückt. Ja, ich weiß, ist gut. Nicht jammern, nicht weinen. Oder machen wir noch die Reihe durch? Nee, komm, müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Eine machen wir noch, auf jeden Fall. Dann komme ich auch, glaube ich, mit der Zeit hin. Nee, 25 Minuten. Dann machen wir die Folge ein klein bisschen länger. Machen wir noch die Reihe und eine dabei und dann, ich glaube, dann müssen wir sowieso Sprit nachfüllen. Ja, Bremse, ja, ich weiß. Das nervt auch mit der Handbremse. Stopp, 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 stopp. Oh, noch nicht mal mit Handbremse hält er. Rückwärts, ich habe Rückwärtsgang drin. Kerl. Komisches Teil. Jetzt komme ich hier natürlich nicht hoch. Manchmal, ne? Könnte man so mit dem dicken Hammer reinhauen. Noch ein bisschen. Ja, so muss passen. Hier lass doch kein Ding aus. Haut einfach ab. Nein, ach, doch, kannst du bohren. Komm. Fahren wir dann ein Stückchen zurück und bohren dann nochmal. Ist okay, passt schon. Dann haben wir das wenigstens fertig und können wir gleich zu 210 fahren. Lenkung ist doof gemacht, tut mir leid. Dass der genau immer die Lenkung umdreht. Dass rechts rechts ist und links links ist. Wenn ich rückwärts fahre, ist das Lenkrad nicht verkehrt rum. Ist vielleicht gut gemeint, aber schlecht gedacht. Und hinten fehlt eine Beleuchtung an dem Ding, muss ich sagen. Wäre natürlich mit Beleuchtung schöner. Dann kann man noch sehen, was man macht. So ist leider ein bisschen blöd. Rums. Die 13 machen wir auch, ne? Ja, die 13 mache ich auch. Oh, da ist sehr flach. Hier dürfte auch nicht viel sein. 10, 15, 20. Ja, die 213 brauche ich auch. Ist doch egal. Dann wissen wir wenigstens, was drin ist. Damit der Computer weiß, wie viel er mir da geben kann.
Die machen das ganz einfach. Wir bohren so lange, bis das Ding. Ach nee, erst hoch. Bis das Ding leer ist. Bis kein Sprit mehr drin ist. Ich meine, ich habe ihn so gut wie leer bekommen. Muss meinen eigenen guten Sprit da reinschütten. Finde ich aber cool, wenn der auf unten auf dem Boden stößt, also auf Grundgestein quasi, dass er dann eine andere Farbe kriegt. Dass man das dann sieht. Was denn? Fahr! Falsche Knopf! Ah, ich bin so doof! Ich weiß, dass ich wenig Sprit habe. Aber ich will jetzt nicht tanken. Eventuell brauche ich nämlich nicht mehr tanken. Nein, ich löse die Handbremse nicht zum Bewegen. Ich mache die fest, damit ich nicht wegrolle. Manchmal geht es mit Vollgas. Ich gucke rechts unten nach der Anzeige, wann ich fahren kann und wann nicht. Weil auf da sieht man im Dunkeln, sehe ich eh nichts. Ja, der Sprit könnte reichen bis hinten hin. Noch nicht. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Dann wird auch die Folge zu lang. Muss ja nicht übertreiben. Er wird jetzt schnell dunkel, ne? Also die drei Felder möchte ich auf jeden Fall noch.
Danach ist mir egal eigentlich. Da sind wir bei 20 Uhr, dann haben wir den ganzen Tag gebohrt. Da muss das passen. Gebohrt. Gebohrt. Naja. Ich rede immer ein bisschen laut, finde ich. Ich erwische mich immer selber dabei, wie ich relativ laut rede. Oder? Ich weiß es gar nicht. So, das soll das letzte Loch gewesen sein. Jetzt können Sie sich den wiederholen. So. Licht aus. Motor aus. Aussteigen. So, dann lass uns mal gucken, was wir denn jetzt noch gefunden haben. Hier geht der nächste los. 147, 250, Alter, ist da viel. 213, Jesus Maria, cool, ey. Ich könnte jetzt hingehen, die alle markieren. Ist auch eine Arbeit, die. Kann man nämlich, wenn wir hier runter gehen, seht ihr, da ist es. Aber wir fahren erstmal bis oben durch. Da wird nicht so viel geben. Und dann machen wir als nächstes die Reihe hoch. Und dann sind wir nämlich schon hier bei dem hier. Obwohl hier waren auch so einige Stellen, die richtig viel Gold beinhaltet haben. So, ich werde jetzt mal das Ding zurückschicken. Dann können wir gleich mal gucken, wie wir mit dem Dings aussehen. Quasi. Wo ist er denn? Erdbohrer. Transportieren. Nee, nicht nach Old Arnold. Zum Lagerplatz. Da müssen wir nicht aufpassen. So, der soll zum Lagerplatz. Sonst haben wir leider was falsch gemacht. So, dann gucken wir noch mal, was unser Wasserturm sagt. Das habe ich gar nicht. Ich habe alles geguckt, bloß nicht. Oh, fast voll. 21. Da war noch ein bisschen was drin. Das lassen wir mal rüberlaufen. Ach so. Müssen wir eh den Strom umsteckern. Fällt mir gerade ein, haben wir ganz vergessen. Und dann haben wir nämlich alles wieder so, wie es sein soll. So, lassen wir mal eben umlope. Wir könnten eigentlich auch hingehen und 10% wegwaschen. Ist doch so.
Wenn wir schon mal hier, komm, die 10% hauen wir weg, dann ist es leer. Dann kann ich einmal nachher rüberlaufen lassen. So, jetzt ist Ruhe. Den stellen wir noch ab. Und dann gehen wir Haie machen. Und dann ist nämlich Folge Ende. Das war dann eine Nullrunde. Also in dem Sinne, ne? Und gute Nacht.